Mit dem Wandel der Zeit wurde es für uns zur Gewohnheit, dass wir immer ausreichend Wasser aus dem Wasserhahn bekommen und auch unter der Dusche länger stehen können als zwingend nötig. Dass das Wasser anschließend in die Kanalisation gelangt und gereinigt wird, ist den meisten bekannt. Aber was passiert genau mit dem Wasser? Wie wird es wieder sauber? Und wie findet es den Weg zurück in die Natur? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, fahren wir zum Klärwerk Körde in Münsters Norden. Dort sind wir mit Abwassermeister Norbert Lange verabredet, der uns Antworten liefern kann. Die Kläranlagen sind als mechanisch-biologische Anlagen ausgelegt. Man beginnt im Zulaufbereich der Anlage mit einer mechanischen Reinigung, zunächst mit der sogenannten Rechenanlage. Dort werden alle Grobstoffe, größerer Unrat, Hygieneartikel, Toilettenpapier, solche Dinge werden aus dem Abwasserstrom entfernt. Dann folgt ein Absetzbecken als belüfteter Sandfang. Dort wird alles sandige, körnige Material, setzt sich dort ab. Dann durchläuft es eine weitere mechanische Stufe, ein Absetzbecken, wo also alle organisch fäulnisfähigen Stoffe sich absetzen, die dann hier in die beiden Faulbehälter transportiert werden, dort ausgefault werden durch Mikroorganismen bei einer Temperatur von 36 Grad. Im Anschluss findet eine biologische Abwasserreinigung durch Mikroorganismen statt, vergleichbar mit den Vorgängen in einem Fließgewässer. Ist es dort die Anwesenheit von Sauerstoff notwendig, um die Mikroorganismen mit Sauerstoff zu versorgen. Dann werden verschiedene Abwasserinhaltsstoffe abgebaut, zum Beispiel Ammonium über Nitrit zu Nitrat. Damit das Abwasser gereinigt werden kann, fließt es zunächst durch die Kanalisation bis in das Klärwerk, in dem es dann verschiedene Reinigungsstufen durchläuft. Größere Gegenstände wie Hygieneartikel und Co. können ziemlich gut aussortiert werden, doch nicht alles findet den Weg aus dem Wasser. Ja, es ist ja in den vergangenen Jahren ist ja so diese sind ja diese Dinge so wie Mikroplastik, Medikamente, da arbeiten wir dran oder das ist in der Planung, dass das auch in Zukunft hier gewährleistet ist. Die Anlage wird also in den nächsten Jahren hier ausgebaut, um genau diese Problemstoffe aus dem Abwasserstrom zu entfernen. Wir haben versucht, die grobe Funktion einer Kläranlage durch ein kleines Experiment zu veranschaulichen. Für unsere Mini-Kläranlage haben wir Kies, groben Sand, feinen Sand, Aktivkohle und ein dünnes Filterpapier in einem Plastikbecher mit durchlöchertem Boden geschichtet. Dieser wird mit verschmutztem Wasser befüllt. Anschließend sickert es durch die einzelnen Schichten und wird unten von einem Glasbehälter gereinigt aufgefangen. Die Kieselsteinchen und der grobe Sand filtern die groben Schmutzpartikel aus dem Wasser. Die Aktivkohle bindet den Schmutz und durch das Filterpapier werden restliche feinere Verunreinigungen aussortiert. Wie ihr sehen könnt, hat unser Versuch nicht so gut funktioniert. Unten kam zwar Wasser an, jedoch war es noch dunkler als zuvor. Vielleicht ist die große Kläranlage doch ein wenig besser als unsere. Aber Vorsicht, das Wasser aus der echten Kläranlage und unseres ist noch nicht zum Trinken geeignet und muss erst ins Grundwasser versickern, bevor es in die Haushalte und sonstige Nutzstellen zurückgeleitet wird. Grund dafür sind Bakterien und Keime, die sich noch im Wasser befinden. Der Zyklus des Trinkwassers ist äußerst komplex, die Reinigung anspruchsvoll. Wir können froh sein, ein Klärwerk wie dieses in der Stadt zu haben.